Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. Ich freue mich auf eine neue Folge, und zwar Vitamin P, und zwar der Podcast von Kopfvitamin. Kopfvitamin ist ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Themen der Psychologie, der psychischen Gesundheit so aufzubereiten, dass man ganz verschiedene Zielgruppen irgendwie damit erreichen kann. Und ich kann mich ganz sehr auf heute freuen, auf die heutige Zeit. Nämlich darf ich eine Gästin, einen Gast begrüßen, nämlich Janine Klose. Wir kennen uns, das darf ich soweit sagen, ne? Wir kennen uns aus dem Schulrahmen, aus dem Kontext im Erzgebirge. Also wir sind uns schon im Grunde genommen lange bekannt. Aber wir haben uns jetzt, wir haben uns gesagt, 20 Jahre später haben wir uns jetzt irgendwie beim Abi-Treffen mal wieder gesehen, ne? Das ist richtig. Genau, liebe Janine, und du hast einen Weg, bist einen Weg eingeschlagen, hast einen Weg gegangen, und zwar im Bereich der Politik. Und deswegen soll heute es um das Thema Gesundheit, Psyche im Rahmen der Politik, im Rahmen politischer Diskussion vielleicht auch gehen, in der politischen professionellen Ausrichtung. Und deswegen bin ich auf dich zugegangen und habe gefragt, ob du dir das vorstellen kannst. Und du hast gesagt, yes. Da bin ich mit dabei. Und das kommt nämlich von nicht irgendwoher, sondern ihr habt zusammen, da gibt's noch eine Kollegin, das ist die Lara Urbaniak. Ihr habt vor ein paar Jahren, aber deswegen würde ich dich bitten, da vielleicht mal ein bisschen was als Einblick zu Beginn zu erzählen. Ihr habt einen coolen Instagram-Account gegründet und aufleben lassen, nämlich insta.politik, wo es, ich habe mir das mal rausgezogen, so ein bisschen um das Erklären von Politik, von politischen Dimensionen auch geht, von den Entscheidungsprozessen, die da auch ablaufen. Und ich war rege mit dabei und habe mir das angeschaut, und das ist was richtig Cooles. Deswegen kam ich so ein bisschen auf die Idee. Also vielleicht kannst du uns erstmal einen Einblick geben in diesen Account. Und wie gesagt, herzlich willkommen, dass du heute mit dabei bist. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen auch erstmal in die Runde. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, gerade auch, wenn es um das Interesse an Politik geht. Da bin ich an vorderster Front natürlich gern dabei und freue mich immer, wenn wir darüber sprechen können. Ja, zu unserem Projekt. Also ich bin ja 2016 nach Berlin gezogen und habe im Bundestag angefangen zu arbeiten. Dort war meine Kollegin, die Lara Urbaniak, von Anfang an auch gleich mit dabei, und wir haben uns zum Feierabend immer gerne mal auf ein Bierchen getroffen und haben dann überlegt, weil das die Zeit so der Bundestagswahl September 2017 dann ja näher gerückt ist, und wir immer wieder gefragt wurden, ey, sag mal, du arbeitest doch jetzt in Berlin, wie sieht's denn da aus, welche Partei wähle ich denn da? Ja, und da habe ich immer geantwortet, das kann ich für euch jetzt nicht entscheiden. Das kommt auf die Interessen an. Da müsstet ihr euch erstmal die Parteiprogramme anschauen und dann schauen, wo ist die größte Schnittmenge. Und haben mal gedacht, Mensch, wie wird man eigentlich über Politik informiert? Und da haben wir mal und auf YouTube und Twitter, da gibt's das ja alles schon, aber auf Instagram damals noch nicht. Und da haben wir gedacht, Mensch, vielleicht kann man ja versuchen, Politik leicht verständlich auf Instagram zu erklären. Und prompt haben wir den Kanal insta.politik gegründet. Das war dann im Oktober 2017. Und ja, und weil wir einfach auch den Zugang haben. Wir haben den Zugang zu unserem Parlament. Das ist ein ganz besonderer Ort, der die Spielregeln eben für unser gesellschaftliches Zusammenleben auch aufstellt. Und jeden Tag haben wir hautnah miterlebt den Prozess, wie Gesetzesentwürfe von Fraktionen in den Ausschüssen beraten und den eben Beschlussempfehlungen für das Plenum vorbereitet wurden. Also haben wir quasi Informationen aus erster Hand und wollten dann einen Blick hinter die Kulissen des Bundestages, und zwar Instagrammable, wie man so schön sagt, mal rüberbringen. Da haben wir angefangen mit 60 Sekunden Erklärvideos, zum Beispiel, was macht denn eigentlich ein Ausschuss? Oder wie ist der Arbeitsalltag von Abgeordneten geregelt, bis hin auch zu Gesetzesentwürfe? Und ja, das kam irgendwie ganz gut an. Und dann haben wir das immer weiterentwickelt. Und irgendwann sind wir dann zu Interviews mit den Parlamentariern, also mit den Abgeordneten des Bundestages auch übergegangen und konnten die dann immer direkt befragen. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Es ist toll, insbesondere auch junge Menschen, die diese Plattform eben täglich auch nutzen, Einblicke in diese Welt zu geben und sie auch zu motivieren, sich politisch zu informieren. Genau, das ist also unser Herzensprojekt.
Ich finde das echt krass. Also, war das dann die Bierlaune, dass so eine Idee entstanden ist? Oder habt ihr da längere Tage daran gefeilt, was man irgendwie Zielgruppen macht? Also, man kann es ja mal von hinten irgendwie aufzäumen, dass man eine Zielstellung hat. Oder es kam ein spontaner Impuls dafür. Naja, es ist von allem ein bisschen. Natürlich lässt sich bei einem Bierchen ein bisschen leichter über gewisse Sachverhalte referieren und schwadronieren. Aber weil wir den Bedarf einfach gesehen haben, weil immer wenn wir dann auch gerade in den hitzigen Debatten so am Stammtisch, ich habe ja in Leipzig studiert, man immer wieder zurückgekommen ist und man gemerkt hat, wie wenig man sich eigentlich über Politik informiert. Aber jeder sollte ja eigentlich wählen gehen. Und da haben wir gedacht, an was liegt's denn? Haben wir eine kleine Umfrage dann gestartet. Dann war so ein Grund immer die Komplexität der Sprache und das schwammig ausdrücken und haben wir gedacht, okay, also wir sind jetzt keine Experten, jetzt stundenlang über irgendwas zu reden. Das will vielleicht auch gar keiner hören, weil man wollen ja Leute erstmal vor allen Dingen auch junge an die Politik ranführen und Interesse wecken und dann muss es sehr kurzweilig sein. Und da wir unsere Zielgruppe so zwischen 18 bis 35 so ungefähr am Anfang konzipiert haben, den Content dann auch passend zuschneiden. Und das geht mit Instagram, mit kurzweiligen Videos und Erklärkacheln einfach ganz gut. Man hat dort auch die Möglichkeit für Funktionen wie ein Quiz oder Abstimmungen. Man kann daraus wirklich sehr viel Daten auch ziehen und kann die dann auch wieder in irgendwelchen Ideen umproduzieren. Und das macht die Plattform irgendwie so spannend. Und Finde ich deswegen haben. ja. Ja, erzähl du. Genau, finde ich auch. Und mir ist so meine Wahrnehmung der letzten Jahre, dass das auch versucht wird, immer, wie du sagst, Instagrammable zu machen. Das heißt, das zu komprimieren und eben auf einen ganz kurzen, eine kurze Session irgendwie zu halten. Und letztendlich sind wir auch bei dem Thema, was du gesagt hast, die Komplexität der Sprache. Das habe ich mir noch mit aufgeschrieben. Schreiben wir mal ein bisschen was mit auf, ja. Ja. Komplexität der Sprache, nämlich das so runterzubrechen, dass wir auch die entsprechenden Zielgruppen zum Beispiel zu erreichen. So habe ich es verstanden, ne? Ja. Wir sind da, also meiner Ansicht nach, aber da möchte ich dich dazu nochmal fragen, wir sind so ein bisschen auch in dem Bereich der Identitätsentwicklung, ne? Also das heißt, es geht ja um Identität. Es ist ja häufig auch so die Frage, warum ich wählen gehen soll, ne? Ich denke, das ist eine breite Frage, die ganz, ganz viel auch immer gerade bei Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Regionalwahlen irgendwie auch eine Rolle spielt. Aber ich finde so dieser psychologische Kern, der vielleicht auch damit verbunden sein könnte, oder allgemein der Kern der Persönlichkeitsentwicklung ist einfach, es macht natürlich auch einen Teil der Identität aus, oder? Ja, sehe ich auch so. Also es geht ja auch immer irgendwo um Sinnhaftigkeit und also ich finde die Gleichgültigkeit gegenüber Politik finde ich schon verantwortungslos. Da werden mir vielleicht einige auch widersprechen, aber ich finde, wir alle haben eine politische Verantwortung, also nicht nur die Medien, sondern halt auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Und dazu ist es extrem wichtig, sich auch unabhängig zu informieren und aus der Fülle von Informationen dann ja auch erstmal eine Meinung zu bilden. Und das geht ja schon los mit 18, darf man wählen, sollte man auch machen, finde ich, von seinem Recht Gebrauch machen. Wen wähle ich denn da? So, und sein Kreuz dann verschenken, finde ich jetzt nicht so gut. Also muss man sich ja damit erstmal beschäftigen. Und wenn wir jetzt Schulklassen zum Beispiel hier im Bundestag zu Besuch haben, dann ist meine erste Frage auch immer, wie informiert ihr euch denn eigentlich politisch? So, und vielleicht von 30 Leuten melden sich vielleicht drei, die noch sagen, sie schauen die Tagesschau 15 Minuten jeden Abend. Also ich finde, das ist auch ein Zeitraum, der sollte drin sein. So, der Rest nur noch über Instagram. Da kein Zeitung lesen, kein Radio mehr, also die klassischen Medien, da fehlt's halt schon. Und die Menschen dann erstmal dazu bringen, mit diesen komplexen Strukturen sich zu beschäftigen und da auch die Lust nicht zu verlieren, das ist schon mal, das ist, also finde ich sehr wichtig. Und da werden dann ja auch Kompetenzen gebildet. Und das ist ganz, ganz wichtig für die politische Partizipation dann auch im Erwachsenenalter. Also man verliert dann irgendwie auch die Angst, mit Sachverhalten umzugehen, weil man es einfach versteht. Und wenn man dann Prozesse versteht, und vielleicht führt das ja auch zu einem Engagement, gesellschaftlich oder politisch, und dann wird man anerkannt, man bekommt
Selbstbestätigung, man entwickelt ein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und das ist ja das irgendwie, was sinnstiftend ist. Und ich finde, ja, wie du schon sagst, ist wichtig für die Identitätsbildung. Ja, genau, danke. Ich habe nämlich jetzt, ich bin jetzt nach Brandenburg irgendwann mal mit dem Zug gefahren, wieder zurück. Da hatte ich einen Einsatz in der Einrichtung und da ist mir ein Mann aufgefallen. Also der ist mir irgendwie, man reflektiert ja so manchmal. Dann habe ich überlegt, warum reflektiere ich auf diesen Menschen? Da war so 40, 42, 43 irgendwie und ja, ich habe es dann festgestellt, er hat eine Zeitung in der Hand gehabt. Das ist so das Bild, was wir gar nicht mehr so vor Augen haben. Nee. Also, dass jemand wirklich durch Gazetten geht, durch Zeitschriften und sich da auch beliest möglicherweise. Und es geht einem ja selbst manchmal genauso. Und da, glaube ich, haben wir auch eine Zielgruppe, die auch anders zu erreichen ist. Und das ist ja gerade auch da, also wir sprechen ja ein bisschen über die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit auch ein Stück weit. Du hast schon einen wunderbaren Begriff genannt, den ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal mit aufgreifen möchte, nämlich die Sinnhaftigkeit. Das heißt, wir sind so in dem Bereich, naja, erst dann komme ich in Gesundheit oder in ein Wohlbefinden hinein oder bin dann auch letztendlich so befähigt mit Informationen, die ich habe, auch umzugehen, mein Leben vielleicht doch zu gestalten, wenn wir Dinge sinnhaft machen, ne? Oder als sinnhaft ist vielleicht die Formulierung besser. Und da sind wir natürlich auch im Bereich der Resilienz, das heißt Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, indem ich etwas tue oder etwas entscheide, was für mich einen Sinn ergibt. Das ist ein Prozess, der uns tatsächlich einfach auch ein gutes Gefühl schafft. Du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Das heißt, es geht ein Stück weit um das Verstehen. Es geht um das Handhaben vielleicht auch von Informationen, die ihr zur Verfügung stellt zum Beispiel. Und es geht vor allem eben auch um die Nützlichkeit. Also wie nützlich ist zum Beispiel diese Information über den politischen Diskurs zum Beispiel oder wie jemand aufgestellt ist. Glaubst du, dass wir das auch erzielen können, wenn wir zum Beispiel diese Zielgruppen irgendwie auch ansprechen, dass man das auch mit Instagram zum Beispiel schaffen kann? Ja, naja, wir sind ja das beste Beispiel, dass es funktioniert. Nee, aber ich nenne immer ganz im Beispiel macht es doch eigentlich rund. Wenn man zum Beispiel Fernsehen gucken sollte und mal so eine Plenumsdebatte im Bundestag sehen sollte, zufällig, ne? Oder Tagesschau blendet da eine kurze Sequenz ein. Dann wird oft immer kritisiert, Mensch, die Abgeordneten, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, das Plenum sieht so leer aus, sie trinken den ganzen Tag nur Kaffee oder kümmern sich nicht um unsere Belange. Dazu muss man ja aber erstmal wissen, dass der Bundestag kein Präsenzparlament ist, sondern ein Arbeitsparlament. Und das bedeutet eben, dass nur die Fachpolitiker zu dem Top, der aufgerufen wird, ich sage jetzt mal, es wird jetzt irgendwie über Gesundheits- oder psychologische Ausbildung gesprochen hat, ist ein Gesundheitsthema. Also müssen die ganzen Gesundheitspolitiker von jeder Partei dann im Plenum sein und die anderen müssen das eben nicht. Und die gehen dann wieder anderen Tätigkeiten nach. Die haben Ausschusssitzungen oder Arbeitsgruppensitzungen. Ne? Also es ist nicht so, dass die dann einfach draußen stehen und irgendwie Kaffee trinken. Und das verstehen, wenn man das nachvollziehen kann, das schafft wieder ein Verständnis auch für die Prozesse und man kann Sachen besser einordnen. Wenn wir krank sind und wissen, woran wir jetzt gerade krank sind, ob wir jetzt eine Grippe haben oder keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas, und der Arzt erklärt uns das dann und sagt, sie machen jetzt Folgendes, sie legen sich jetzt hin, ruhen sich mal aus, dann macht uns, das ist für uns greifbarer. Ja, wir können das nachvollziehen und so können wir auch uns anpassen. Ja, wir können uns ausruhen, wir können, wenn wir viel Stress haben, gehen wir im Wald spazieren und entspannen unsere Psyche irgendwie, kommen ein bisschen zur Ruhe oder machen uns einen schönen warmen Tee oder man kann einfach besser mit gewissen Situationen dann umgehen. Und deswegen finde ich schon, dass Politik und Psyche auch ganz viel miteinander zu tun haben. Ich habe hier, also wir probieren ja immer so ein bisschen auch Studienergebnisse mit reinzunehmen und es gibt tatsächlich auch einen Studienverweis von einer Psychologin, nämlich von der Universität von Toronto, eine Sozialpsychologin, Brett Q. Ford, und die haben festgestellt, dass tatsächlich so das, was tagespolitisch passiert, also was man so liest, dass das einen direkten Einfluss, also einen Zusammenhang quasi mit dem physischen und psychischen Wohlbefinden hat. Das heißt, dass eher mit negativen Emotionen zu tun hat, wenn ich das negativ einordne, dann habe ich eher negative Emotionen. Und wenn ich das für mich positiv einordne, dann habe ich höheres Wohlbefinden.
Na, klingt das mal sinnig? Das heißt, wenn wir zum Beispiel Dinge vermeiden von diesem tagespolitischen Zeug, was eher negativ ist, dann geht es uns natürlich auch irgendwie besser, weil wir dann die negativen Emotionen nicht haben. Aber sie weist auch darauf hin, dass genau dieser Aspekt, den du gerade erwähnt hast, die politische Bildung einfach wichtig ist, dass wir in die Konfrontation letztendlich da auch gehen, weil wir ja ansonsten immer wieder, und das ist ja bei Ängsten letztendlich auch so, na, sagt man ja, je mehr Angst ich habe, umso mehr müsste ich eigentlich mich diesen Ängsten auch stellen. Und Das dementsprechend ist. in die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit diesen Themen vielleicht auch gehen. Nee, es kann ich nur unterstreichen, sehe ich ganz genauso. Also machen wir das doch mal ein bisschen plastisch. Wir haben jetzt, also wenn ich jetzt so dran denke, wir hatten die Corona-Pandemie, das war was Negatives. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, Flüchtlinge als Stichwort, Inflation, Klimazerstörung, Terror im Nahost. Wir haben vielleicht sogar Sorge vor grassierendem Populismus. Es sind extrem viele negative Nachrichten und das kann sich natürlich auch negativ auf unsere Psyche, wie du es gesagt hast, auswirken. Das wirst du natürlich besser begründen können als ich. Aber ich würde vielleicht hier mal zwei Dinge unterscheiden. Also ich finde, es gibt auf der einen Seite, würde ich sagen, Ärger, Wut und Frust über Kontroversen, gesellschaftliche Kontroversen oder vielleicht auch vermeintliche Unfähigkeit von Politikern. Ne? Man hört ja immer die da oben, die Berliner Bubble, und immer mehr Parteizugehörigkeit, das übrigens auch Freundschaften und Familie belasten kann. Das erlebe ich oft in Auseinandersetzungen, jetzt gerade bei emotionalen Themen. Die Folge ist dann Ausgrenzung oder vielleicht auch Rückzug. Und auf der anderen Seite, davon trennen würde ich aber Ängste und Sorgen. Na, ich weiß nicht, wenn du das Bild mit der Zeitung vorhin gebracht hast, vielleicht hat man es im Zug schon mal gesehen, da liest jemand Zeitung, Kopfschütteln, legt er die Zeitung weg, weil, keine Ahnung, hat irgendwas über das Heizungsgesetz gelesen, findet das alles unfair und ungerecht und sagt vielleicht vor sich noch hin, die Welt scheint doch verrückt geworden zu sein. Und da kann man sich auch emotional zurückziehen, indem es zu viel negative Nachrichten sind, mit denen man nicht mehr so ganz umgehen kann. Und das kennen wir vielleicht am eigenen Leib auch. Ich habe das auch schon mal erlebt. Man versucht dann die Emotionen wegzudrücken, weil man das als sinnvoll erachtet, weil man sich ja irgendwie schützen will. So, und das Wegschauen oder in dem Falle sich mit gewissen Sachverhalten nicht mehr zu beschäftigen, jetzt auch politisch gesehen, das kann meiner Meinung nach nicht die Lösung sein. Also ich finde, man sollte dann Strategien irgendwie entwickeln, um da mit dieser Belastung irgendwie umgehen zu können und sich nicht zurückzuziehen, weil für die Politik bedeutet das dann nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Sachsen, dass es auf keinen Fall dazu führen darf, dass man resigniert und von seinem Wahlrecht zum Beispiel nicht Gebrauch macht. Und deswegen würde ich hier diese zwei Punkte auch in der Problemlösung unterscheiden. Also gerade, also ich würde vielleicht nochmal Bezug nehmen, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, wenn man das über Instagram ja auch immer mitkriegt, den ersten Punkt, den ich angesprochen hatte, also Ärger, Wut und Frust, das führt bei vielen dazu, dass sie sich in WhatsApp-Gruppen oder Messenger-Diensten halt zurückziehen und dort ihren Hass und ihre Frustration halt abladen. Und das ist extrem gefährlich, weil das zu einem Realitätsverlust führt, es führt zu Pauschalisierung. Daraus wird vielleicht irgendwann mal eine Verachtung und das kann gipfeln in Menschenfeindlichkeit. Und das ist eine große Gefahr. Und genau dieses Problem, das vereinnahmen die Populisten und die mit diesen Unzufriedenheiten dann versuchen, irgendwie Politik zu machen. Und das ist also auch gerade, was Fake News betrifft, wenn man sich auf Social Media bewegt, das ist an moralischer Hemmungslosigkeit nicht mehr zu unterbieten und da muss man wirklich dagegen steuern. Also nur noch mal so das einzuwerfen. Also Populismus hat es irgendwie schon verdient, ernst genommen zu werden und deswegen haben wir mit unserem Kanal, um darauf vielleicht noch mal zurückzugehen, wir haben so einen Bildungsauftrag uns zur Aufgabe gemacht, um gegen Desinformation vorzubeugen und gegen Fake News, aber auch Berührungsängste abzubauen und zu ver und na, wie sagt man denn, komplexe Sachverhalte zu verstehen und Zusammenhängen nachzuvollziehen? Weil ich finde, das ist zum Beispiel so eine Strategie, um denen vorzubeugen. Ja, Habe ich zu viel geredet, ne? nee, alles gut. Ich denke mit, weil das zwei, drei Anknüpfungspunkte sind. Also wenn wir uns zum Beispiel nochmal Corona der Pandemie hernehmen oder die Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, das ist
Im Grunde genommen, die letzte Studie, die wir jetzt aktuell in Deutschland noch haben, als repräsentative Studie zur Erwachsenen, also zu den Erwachsenen zur psychischen Gesundheit, die ist von 2014, die DEX-Studie, die belegt eben einen hohen Anteil an Angststörungen zum Beispiel. Also von 2014, das ist publiziert damals. Und zu Corona-Zeiten sollte es neu aufgelegt werden. Das hat durch Corona nie funktioniert. Also das heißt, die kommt jetzt irgendwann dann raus. Aber es gibt viele, viele Forscher, die mutmaßen, dass einfach dieser Anteil sich erhöht hat durch die Corona-Zeit, also als Krisenzeit, dann auch durch andere Kriegsgeschehnisse, die passiert sind, weil einfach die Belastungsfaktoren nach oben gegangen sind. Und dann gibt es auch die Amerikaner, die über uns Deutsche auch sagen, beziehungsweise den eigenständigen Begriff dafür haben, die sogenannte German Angst. Das heißt, die German Angst ist eine Tendenz von Deutschen aus Sicht der Amerikaner, dass wir im Grunde genommen immer mal wieder vor Dingen Angst haben. Also gerade das, was vielleicht unser Tun, unser Handeln möglicherweise vermeintlich auch beeinflusst, dass wir dadurch, wie du sagst, eben in diese Frustration, in diese Ängstlichkeit vielleicht auch reingehen und daraus dann häufig auch der Ärger entsteht. Und da gilt es so ein bisschen vielleicht auch zu gucken, du hattest das genannt als Bildungsauftrag und Berührungsängste abzubauen. Vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern vielleicht doch mal zu sagen, aus deiner Sichtweise heraus, du bist die Expertin, was man da tun kann, wenn man so ein vielleicht etwas spürt, was einen vielleicht von anderen Menschen auch mitgeteilt wird. Na, also so in Richtung, wir haben eine Emotionalität in einer Diskussion in der Family. Na, ich komme aus dem Erzgebirge. Und da kenne ich das dann auch, dass man da natürlich auch Berührungspunkte hat, wo man sich vielleicht dann auch eine Meinung bilden sollte, manchmal aber das auch vermeidet möglicherweise. Und da ist es die Frage, was könnte denn aus deiner Sichtweise da gut sein? Welcher Weg möglicherweise? Also ich würde sagen, immer in den Austausch gehen, nachfragen, erklär doch mal, wieso siehst du das so und nicht sich versperren, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Also das habe ich komischerweise schon immer im Leben so gehandhabt, weil mich interessiert hat, was auch andere Meinungen sind, weil da kann ich erstens mal meine eigene Ansicht dann nochmal überprüfen und kann schauen, ah, na vielleicht ist da ja auch noch ein Aspekt, den ich noch gar nicht bedacht habe, der eigentlich auch, der sich gut anfühlt und dann kann ich meine Meinung auch ein bisschen abändern oder es bekräftigt mich vielleicht auch indem ich sage, nee, also da kommen wir leider nicht übereins. Das sehe ich jetzt nicht so. Also es ist immer wichtig, sich nicht, finde ich, Gleichgesinnte dann zu suchen. Ne? Dieses Prinzip Messenger-Dienste, weil dann werde ich halt bestätigt und dann wird mir auf die Schulter gehauen, du bist irgendwie toll. Ja, ich persönlich finde, das bringt einen im Leben nicht weiter. Lieber mit verschiedenen Aspekten mal beschäftigen. Perspektive zu wechseln. Ich biete zum Beispiel immer an, kommt doch mal in den Bundestag. Es gibt sogenannte BPA-Fahrten, das sind Bundespresseamtsfahrten. Da könnt ihr euch in eurem Wahlkreis bei den hiesigen Abgeordneten dann, könnt ihr euch bewerben. Und da laden die, ich glaube, die haben insgesamt im Jahr 3-mal je 50 Leute erhalten die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren. Das ist dann eine Art Exkursion, 3 Tage. Und man kriegt alles bezahlt. Also man fährt mit einem Bus hin, man hat hier nicht nur im Bundestag, man kann Debatten und den Abgeordneten sprechen und kriegt ganz viel Prozesse erklärt. Man hat auch hier viel Geschichte. Letztens hatten wir den Bundesnachrichtendienst zum Beispiel besucht oder mal das Bundeskanzleramt. Es sind ganz viele interessante, es ist wie so eine Art Bildungsreise, wo ich immer sage, macht doch einfach mal, fahrt mit, kostet nichts und ihr lernt fürs Leben dazu, na, dass man einfach auch mutig ist und schaut, na, wie sieht's denn so aus? Ich möchte den Einblick mal bekommen, um mitzureden, auf keinen Fall Vorurteile bedienen, sondern mir mein eigenes Bild irgendwie machen. Das finde ich sehr wichtig. Ja, also ich habe das, also wir kennen das vielleicht alle auch so vom Landtagsgeschehen her, aber das ergänzt das, glaube ich, nochmal, dass wir uns ja auch mit diesen Informationen auseinandersetzen können, dass wir uns das vor Ort auch anschauen können. Und du hattest das Thema auch Fake News angesprochen, dass man da auch die Auseinandersetzung schafft, weil wir natürlich, wie du es auch ausgeführt hast, durchaus auch Konsequenzen für das eigene Leben haben können. Also wenn zum Beispiel auch im familiären Kontext, im sozialen Kontext, wenn dort dann diese Anspannungen vielleicht auch bestehen, dann macht's möglicherweise auch aus so einer Sichtweise heraus durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man möglicherweise ansonsten in die Vermeidung eben reingeht, ne?
Aber da ist es jetzt ganz wichtig, gerade wenn es in den emotionalen Bereich geht, mit Psychologie hat es ja auch dann wieder viel zu tun, wie mein Gegenüber damit dann auch umgehen kann. Viele sind vielleicht gar nicht gewohnt, in die Konfliktsituation zu gehen, oder es sind diese, ich sage jetzt mal, People-Pleaser, oder diese, ich möchte nur positive Nachrichten hören und möchte mich mit negativen nicht beschäftigen. Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass man sich dann erstmal richtig doll streitet, wodurch vielleicht sogar Freundschaften zerbrechen, ne? Weil die das nicht aushalten, weil die das nicht gelernt haben von zu Hause, von ihrer Kindheit aus, oder dann halt immer den einfacheren Weg gehen. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich hatte letztens in einem Stammtisch eine Diskussion, kann ich vielleicht mal hier erwähnen. Da ging es darum, da war einer dabei, der hat gesagt, hier, dieser Karl Lauterbach, also unser Gesundheitsminister, war in Indien unterwegs gewesen, hat dort Produktionsstätten für Medizinprodukte angeschaut und hat so einen roten Punkt auf der Stirn gemalt, und dann war gleich das Geschrei, oh ja, der ist ja bescheuert, wie kann ein deutscher Minister dahin gehen? Punkte auf der Stirn tragen ja nur Frauen in Indien, so, ne? So, und dann habe ich am Tisch gesagt, so, das schauen wir doch jetzt mal und das googeln wir doch gleich mal. So, und dann habe ich gegoogelt, roter Punkt auf Stirn in Indien, und da kam sofort dann raus, dass es nicht nur Frauen tragen können, natürlich überwiegend, aber dass es eben auch Männer tragen können, und dass vielleicht diese Szene auch daher rührt, dass man, also die Inder, ihn gesegnet haben, den Punkt selbst auf die Stirn getupft haben und gesagt haben, ja super, dass sie da sind und hier sich für unser Institut interessieren. Dem Moment wird das Foto gemacht und in den Händen von nicht informierten oder vielleicht sogar in Populisten wird das dann so dargestellt, und man kann das ganz, ganz leicht entkräften. Und wenn man das dann, also er war ganz cool, er hat dann gesagt, oh cool, wie du mir das jetzt gezeigt hast mit der Quellenanalyse, hätte ich mir die Mühe auch mal machen müssen. Er hat es ganz cool aufgefasst, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich an anderer Stelle einen anderen wieder auf den Schlips getreten wäre, der, glaube ich, mich dort aus dem Lokal geschmissen hätte Ja. oder mich als Klugscheißer dann irgendwie hingestellt hätte. Also es kommt halt immer drauf an. Aber das gerade wenn Emotionen hochkochen, und das ist in Familien- und Freundeskreis so, das macht's nicht leicht. Genau, da finde ich immer ganz spannend, Janine. Wir gucken ja auch manchmal, du hattest es gesagt, dass das gelernt ist, ne? Also so einen Diskurs möglicherweise auszuhalten oder auch in den Diskurs überhaupt erstmal reinzugehen. Und das, was ja momentan so an Schulen oder vielleicht sogar schon Kitas, ne, wo das vielleicht schon en vogue ist oder wo die Überlegungen dahin reichen, sind, dass wir eigentlich darüber nachdenken, was so gewisse Lebenskompetenzen sind, auch in so einem Bereich. Also wie ich so eine Diskussion zum Beispiel führen kann. Da gibt es ein nettes Konzept von Rosenberg, auf das wir öfters schon mal hier bei den Podcast-Folgen hingewiesen haben, nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Und gewaltfreie Kommunikation ist ja quasi so ein Stück weit, dass ich nicht überinterpretiere und dass ich meine Meinung oder das, was ich wahrnehme, nicht zu sehr mit einer starken Emotionalität irgendwie verbinde. Ja, gibt es ein Konzept, ist jetzt nicht das Thema, aber mich würde so ein bisschen interessieren an der Stelle, was würdest du denn sagen, wo müsste man im Grunde genommen anfangen, Kompetenzen aufzubauen, damit man, wie du das sagst, ne, also in so einen gesunden, vielleicht auch kooperativen Austausch, Diskurs zu gehen, weil Meinungsfreiheit bedeutet ja, jeder kann ja auch seine Meinung eben haben. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich würde vielleicht, also Familie ist schwierig, weil wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, da war das nicht, also ich weiß noch, ich hatte Gemeinschaftskundeunterricht, so hieß das damals in der Schule. Da bestand unsere Aufgabe, jeden Morgen dann Nachrichten vorzutragen als mündlicher Vortrag und unsere eigene Meinung dazu dann gleich noch mit kundzutun. Das war bis Klasse 10 so ungefähr. Und ich hatte damals keine Ahnung, weil ich habe mich mit Politik einfach null beschäftigt, weil es mich nicht interessiert hat. Da fand ich Jungs irgendwie spannender. Und da bin ich dann zu meinem Vati gerannt und habe gesagt, kannst du mir mal bitte helfen? Wie siehst denn du das? So, und hat er gesagt, nee, also ich hatte lang gearbeitet, habe ich jetzt keine Lust zu, seh zu, so ungefähr. Und dann dachte ich mir, Mist, ich habe wirklich keine Ahnung, was mache ich denn da jetzt, ne? Und habe dann Videotext angemacht. Damals gab es noch Videotext, guckt wahrscheinlich heute keiner mehr. Und dann habe ich mir Mein Nachrichten Vater guckt abgeschrieben. das noch, mein Echt? Ja. Vater. Und habe mir dann immer irgendwie so eine Botschaft rausgeholt und habe mir einen abgestammelt, dann irgendwie was dazu zu schreiben. Und das hat sich in Klasse 11 und 12 auch nicht geändert. Und im Studium hat dann noch der Professor gesagt,
ich würde euch empfehlen, eine Tageszeitung zu abonnieren. Und da habe ich gedacht, Mist, ey, wenn der das jetzt sagt, irgendwie musst du ja mal anfangen, dich mit Politik zu beschäftigen. Und habe dann für mich die passende Tageszeitung rausgesucht. Will also sagen, unterm Strich, Familie wird schwierig, wenn man Glück hat im Freundeskreis. Aber auch das ist selten so, dass man da, vielleicht jetzt die junge Leute schon, man sieht jetzt die Klimabewegung, ne, da ist viel gemacht. Aber ich glaube, dass der Ansatzpunkt die Schule sein muss, weil die Schule der zentrale Sozialisations- und die Instanz halt dafür ist und auch eine ganz wichtige, ich würde mal sagen, naja, eine gesellschaftliche Integrations-, aber auch Legitimationsfunktion irgendwie hat. Und deswegen würde ich sagen, dort anzusetzen, einfach ein bisschen mehr das aufs Unterricht-Tableau zu nehmen und da was zu machen. Wenn das deine Frage jetzt beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, Ja. das, was ja rauskommt, ist so ein Stück weit zu verknüpfen, dass das, ich mich damit auseinandersetze, auch mit Sinnhaftigkeit verbunden ist, ne? Und da sind wir, um nochmal was zu nennen, so von einer psychologischen Theorie sind wir bei Antonowski, der das in seinem Modell ist schon sehr, sehr alt, ne, von 1987, aber das ist immer noch sehr en vogue in Richtung positive Psychologie. Wenn wir Sinnhaftigkeit erleben, dann hatten wir schon mal als Punkt gleich am Anfang, dann geht es uns auch ein Stück weit besser. Und da wäre natürlich der Unterricht wunderbar geeignet, wenn ich das in den Lehrplan mit reinbringe, das zu verknüpfen damit, dass ich eben auch Politik mir aneigne und dass ich mich damit auseinandersetze. Und dann sind wahrscheinlich bestimmte Menschen dort auch gefragt, wie kriege ich dieses Thema halt sexy ran, ne? Und da seid ihr ja von eurem Channel her, ne? Also ihr macht das ja mit eurem Content zum Beispiel vor, wie es geht. Ja, das schon, aber wir können halt diese Unabhängigkeit können wir jetzt auch nicht gewährleisten, weil wir machen das ja ehrenamtlich quasi nach unserer regulären Arbeitszeit und die ist sehr ambitioniert. Das heißt, wenn man mal einen scheiß Tag hatte, der auch mal bis abends 20, 21 Uhr geht, haben wir das Stativ hinten noch aufgesattelt und dann geht es entweder zum Interview mit einem Abgeordneten oder wir nehmen noch irgendein Video auf. Wenn man keine Lust hat, muss man ja trotzdem Mundwinkel hoch und dann sagen, Juhu, hallo, heute im Bundestag, wir sprechen jetzt über. Und das ist schon manchmal schwierig und man kann natürlich auch nicht jede Position irgendwie abbilden. Da fehlen uns die Ressourcen. Und wir lassen zum Beispiel auch die AfD weg. Ne? Das kann eine Un also ein Ich sage jetzt mal, Journalisten können das nicht. Man muss ja jede Meinung abbilden. Wir haben das weggelassen. Das wollten wir nicht auf unserer Plattform. Und daher ist das auch nicht so ganz 100% ausgewogen, ehrlicherweise, wie es sein müsste. Das ist dann eben dieser Graubereich Social Media, wo man auch eine hohe Verantwortung dann halt hat. Also nicht nur Quellenangaben, sondern dann eben ausgewogene Beiträge auch. Und da fehlt uns einfach die Zeit. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, in der Schule direkt anzusetzen, weil die ja nicht nur erklären, wie heutzutage, wie wählen wir die Medien aus, wie betreiben wir Quellenanalyse, was darf man glauben, was darf man nicht glauben, sondern die sind wichtig, um junge Menschen, wie sagt man, zur selbstbestimmten Teilhabe an unserer Gesellschaft, also zu einer Art aktiven und verantwortungsvollen Mitgestaltung unserer Demokratie, drücke ich es mal so aus, zu befähigen. Und ja, das ist eigentlich das Ziel politischer Bildung an Schulen, sollte es zumindest sein. Und da sehe ich großen Nachholbedarf, weil Bildung ist Ländersache. Jedes Land handhabt das anders. Bei manchen ist Politik ein fester Bestandteil des Lehrplans. Bei manchen ist es 1 bis 2 Stunden. Dann kommt es noch auf die Schulart an. Gymnasien machen da wieder mehr als vielleicht eine Hauptschule. Und dann wird auch politisch momentan, auch noch bei politischer Bildung wird gekürzt, was finde ich auch, das geht nicht. Also gerade in den Zeiten wie heute, also wie in unseren heutigen Zeiten ist das extrem wichtig, gerade an dieser Stelle nicht zu kürzen. Aber ja, also wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden Podcast führen. Da Ja, gibt es viel zu thematisieren. definitiv, ne? Ich komm gleich auf ein zweites Thema noch, aber ich will das nochmal vergleichen mit einer Geschichte von mir. Wenn ich hatte jetzt dieses Jahr ein Vortragsthema, was ich ja häufiger jetzt auch gehabt habe. Da geht es um leise, stille Kinder. Wir hatten jetzt auch mal einen Podcast zu dem Thema, ne? Introversion und psychische Gesundheit. Und da ging es um das Thema, wie häufig Introversion aufkommt, ne? Und beziehungsweise auch sowas wie Hochsensibilität.
Und da gibt es ganz, ganz viel Geschrei darüber, sind das jetzt 60% oder ich konstruiere jetzt, oder sind das nur 5% von uns Menschen, die hochsensibel sind? Und manchmal sind auch Dinge, und ich glaube, da kann man auch so eine Analogie sehen, sind Dinge auch sehr en vogue, dahin zu schreien oder dahin zu schreien, also links oder rechts hinzuschreien. Und ich habe mich dann auch hingesetzt und habe die ganzen Studien einfach wirklich nochmal gegengelesen, damit ich tatsächlich eine Aussage treffen konnte, weil es macht einen Unterschied zu sagen, 60% oder 5%. Und deswegen finde ich das ganz gut, was du gesagt hast, dass wir ja uns diese Quellen auch hernehmen können und wir können sie auch gegenlesen. Und dann ist es manchmal auch eine Kompetenzsache, wie ich mit solchen Studienergebnissen sind es bei mir, aber ich habe auch Leute, die bei mir in den Workshops sitzen, sobald ich sage, Studienergebnisse lauten zum Beispiel, dass die schon sagen, oh, Studien. Der mit seinen Studien zum Beispiel, ne? Und das kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde, manchmal braucht es eben auch so einen Diskurs schon an der Basis, damit ich dann einen Überblick habe, ne? Weil ansonsten habe ich das Problem, wenn jemand mit einer anderen, besseren Studie kommt, dann muss ich mich rechtfertigen dafür. Also mache ich lieber ein paar Stunden mehr Recherche bezüglich dieser Zahlen dann, ne? Genau, deswegen find ich das wichtig, was du sagst. Wir haben schon so ein bisschen über den Stellenwert gesprochen, Politik, Identitäts- und ein Stück weit Sinnhaftigkeit. Finde ich cool, diesen Zusammenhang. Jetzt haben wir natürlich die Politikerinnen und Politiker, das hast du gerade angesprochen. Euer Termin könnte dann mit den Abgeordneten meinetwegen 21 Uhr abends sein und ihr habt nochmal ein Interview. Das heißt, auch diese Situation könnte man sich angucken im Bereich der Psyche, ne? Also das heißt, da steckt ja auch sehr viel Anspannung drin. Es gibt auch sehr lange Sitzungen. Also wir haben auch das Thema psychische Belastungen in der Politik bezogen auf die Abgeordneten. Und ich finde, das gehört auch dazu, ne? Weil wir sind ja transparent, ihr seid transparent. Also vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, was ihr da so feststellt, was da los ist. Ja, also gerne. Also ich sag schon mal vorab, der Job von Abgeordneten ist anstrengend. Also ich möchte nicht tauschen. Es sind ganz lange Sitzungen. Also ihr müsst euch vorstellen, also kann euch gerne mal so eine Sitzungswoche sagen. Montag und Dienstag sind sie von früh bis abends in diversen Sitzungen. Je nachdem, welche Funktionen oder welche Ämter sie dann haben. Es gibt sogenannte Arbeitsgruppensitzungen. Also es gibt 24 Themen im Bundestag, fangen wir mal so an. Dazu gibt es dann Ausschusssitzungen, zum Beispiel Rechtsausschuss, der Innenausschuss, Arbeit und Soziales, ne? Also insgesamt 24 Ausschüsse. Da sitzen die ganzen Fraktionen nach Fraktionsstärke drin aufgeteilt, die sogenannten Fachpolitiker dann. So, und zu diesen Ausschüssen gibt es immer noch Arbeitsgruppensitzungen, da sind dann die Fraktionen nur unter sich, ne? Und die besprechen dann ihre Strategie einen Tag vorher, welche Themen sind auf der Tagesordnung, was wollen wir sagen, wie wollen wir die anderen damit konfrontieren, damit sie sich gut ihre Strategie irgendwie überlegen. Das ist Dienstag. Also Arbeitsgruppensitzungen sind Dienstag, Fraktionssitzungen sind Dienstag und Mittwoch bis Freitag findet dann das sogenannte Plenum statt. So, das ist das, was ihr im Fernsehen sieht, wenn ein Abgeordneter dann ans Pult tritt und dann seine Rede hält. Und diese Sitzungen gehen von früh um 9 bis, also letzte Periode habe ich erlebt, war das bis früh um 4 durchweg. Müsst ihr euch vorstellen, Mittwoch, Donnerstag und Freitag meist auch bis 18, 19 Uhr. Also extrem lange Sitzungen, vor allen Dingen auch Nachtsitzungen. Das bedeutet, wir kennen es ja alle irgendwo, man schläft wenig. Und das hat dann dazu geführt, dass in der letzten Periode zwei Abgeordnete auch zusammengebrochen sind. Die haben das dann nicht mehr geschafft. Und das hat dann dazu geführt, dass man die Sitzungszeiten geändert hat. Also man peilt immer um Mitternacht an. Wir hatten jetzt auch mal, das zieht sich natürlich, wenn jemand seine Redezeit nicht anhält, wird es dann auch mal um 1, halb 2. Aber dass man da nach hinten ein bisschen begrenzt und hat ein paar Punkte mehr in andere Tage dann mit übernommen. Ja, was gibt's noch für Belastungsfaktoren? Dass man ständig in den sozialen Medien jetzt sein muss, ne? Also das kam noch zu der Pressearbeit. Man hat ja die klassische Pressemitteilung geschrieben, um Bürger zu informieren oder mal Interviews, wenn man geladen wird. Jetzt ist immer mehr Social Media, weil das eben, darüber informieren sich ja ganz viele Leute, insbesondere auch die Jungen. Und man muss, also man wird immer öffentlich bewertet, es wird immer kommentiert, die Politiker werden ja überwiegend nur kritisiert, also ne, die werden ja richtig schlecht gemacht, das muss man aushalten können. Es gibt kein Wochenende und sie haben dann, wenn sie nicht in Berlin sind, also sind so ungefähr
21, 22 Sitzungswochen im Jahr. Der Rest ist dann Wahlkreiszeit. Dann fahren sie nach Hause in ihre Heimatregion und sprechen dort mit Bürgerinnen und Bürgern oder gehen zu Besichtigungen, gehen mal in Energiebetriebe zum Bäcker, was jetzt immer zum Beispiel so ein Thema war wie Energieversorgung, Öfen. Dort die Bäckeröfen verbrauchen sehr viel Energie. Was sind die Sorgen und Nöte der kleinen und mittelständischen Unternehmen? Da wird direkt geguckt, weil wenn man vor Ort dann auch schaut, wo der Schuh drückt, macht es für die Arbeit in Berlin dann auch nachvollziehbarer, wenn man dann weiß, was sind die Sorgen und Ängste, und das setzt man dann in Gesetzen im besten Fall dann um. Und sie sind, man muss ständig erreichbar sein. Man muss immer zu irgendeinem Thema irgendwie was sagen. Man kann das Handy nicht weglegen. Zudem finde ich, dass seit letzter Periode schon, aber in dieser Periode auch stark, der Ton rauer geworden ist. Der Umgangston trägt auch die AfD mit dazu bei oder überwiegend dazu bei. Und diese skizzierten Faktoren, das ist alles Stress. So, und man funktioniert dann nur noch, vielleicht kennt der eine oder die andere das auch, so nach dem Motto Work, Eat, Sleep, Repeat. Und so geht das jeden Tag immer weiter und das macht krank. Und kann ich zum Beispiel mal auch drei Beispiele aus unterschiedlichen Parteien nennen, von der CDU zum Beispiel Peter Tauber. Der ist mit einer Darmerkrankung, musste aus der Politik ja zurücktreten. Dann Michael Roth ist von der SPD, der hat sich auch eine Auszeit genommen. Jetzt ist er wieder Ausschussvorsitzender geworden. Und dann zum Beispiel kennt er auch Sarah Wagenknecht, die hat einen Burnout gehabt. Ja, jetzt ist sie wieder da und gründet ihre eigene neue Partei. Also kann gut sein, kann schlecht sein. Aber das sind wirklich, also ja, ich möchte nicht tauschen. Nee, also ich habe sofort, mir haben die Ohren geschlackert bei Bewertungsprozessen. Weil das liest man ja auch manchmal, wenn sie dann in den Urlaub fahren, ne, dann wird hinterfragt, warum sie in den Urlaub fahren, weil irgendwas vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gerade ist. Aber letztendlich braucht, egal was das für ein Mensch ist und wer irgendwas macht, man braucht ja zum Beispiel diese Work-Life-Balance. Also man braucht, egal ob man den Begriff mag oder nicht, aber man braucht irgendwo die Regeneration. Und das ist, glaube ich, ziemlich, also wie du es dargestellt hast, ne, würde ich sagen, ist das riskant letztendlich auch oder eine Risikogruppe diesbezüglich, weil der Druck ja, du hast die Belastungsfaktoren von außen auch gebracht und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch viel von innen kommt, weil eine Persönlichkeit ist ja auch verbunden mit bestimmten Glaubenssätzen, also Glaubenssätze im Sinne von Leistungsorientiertheit, Pünktlichkeit, Perfektionismus, was auch immer, dass ich ja dort auch was bewegen möchte und auch eine Sinnhaftigkeit bezogen auf meine eigene Tätigkeit habe. Und je mehr Wert ich dort reinstecke, umso mehr bewerte ich mich vielleicht auch selbst und setze mich unter Druck, sodass ich dann auch vielleicht erst später merke, okay, ich habe eigentlich jahrelang schon über meinem eigenen Level vielleicht auch agiert. Und das, finde ich, ist, das kommt manchmal auch in den, also für mich, das ist aber jetzt nur meine Wahrnehmung und meine Meinung, das kommt manchmal zu kurz in der Gesamtschau. Mhm. Ich finde, der Mensch wird nicht mehr gesehen, der steht nicht im Mittelpunkt, sondern es ist nur, man arbeitet in Bildern, die da oben, was ich schon erwähnt hatte, die sind alle schlimm, die verdienen genug, aber es ist nicht so, allein schon, wenn man jetzt sind viele junge Menschen in den Bundestag gekommen, ne, ganz viele, die vielleicht 20 bis 24 auch sind, die jetzt Bundestagsabgeordneter plötzlich sind, so, und die sind am Anfang natürlich sehr idealistisch veranlagt, die wollen große Veränderungen und wollen überall teilnehmen, weil nach den regulären Sitzungen und Gremien Sitzung im Bundestag gibt es ja immer noch parlamentarische Abendveranstaltungen, wo man dann eingeladen wird, um dort auch wieder zu netzwerken oder auf irgendeinem Panel zu sprechen über künstliche Intelligenz oder wie sicher ist, wie wehrhaft ist Deutschland jetzt in den ganzen Krisen und so weiter. Und dann sitzen die dann auch wieder und diskutieren rum. Die haben nie Ruhe. Die müssen immer top informiert sein und müssen auch gut sprechen können und können nicht einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich bleibe zu Hause, sind so Volksvertreter, die haben gar keine andere Wahl. Und ich glaube, gerade die Jüngeren, die haben das hier so ein bisschen unterschätzt, auch was man so an Einladung kriegt. Da wird dann überall, also wir haben so ein Prinzip, kann ich ja mal klären, der Abgeordnete schafft natürlich nicht alles selber sich anzugucken. Wir dazu sind im Büro die Mitarbeiter des Abgeordneten verschiedene Prozesse. Wir sortieren die ganzen Einladungen, Post durch und das, was wir für wichtig empfinden, das kommt dann in die sogenannte Umschlagsmappe und dann kann der Abgeordnete, die Abgeordnete draufschreiben, ja, ich möchte teilnehmen oder ich möchte nicht teilnehmen
Ne, und um schon mal ein bisschen die Informationsflut irgendwie zu bündeln. Und ich glaube, gerade die neu dabei sind, die haben immer sehr viel. Und da kann dann, also angekreuzt, da kann so ein Tag dann mal von früh um 7 bis Mitternacht gehen. Und das regelmäßig, das macht doch was mit dem Menschen. Also das kann ja nicht spurlos an einem vorbeigehen. Ne? Und das Zusammenbrechen ist ja das eine noch, aber auch solche Sachen wie, dass man vergesslich wird oder weiß ich nicht, dass man vielleicht dann auch nicht mehr so, wenn man das jetzt mal über ein paar Jahre denkt, also der Dr. Wolfgang Schäuble, der ist ja, glaube ich, der älteste Abgeordnete im Bundestag, ist schon seit 50ern dabei, wie viele Jahre auch immer, das muss man sich mal vorstellen, dass man dann auch nicht irgendwann mal abstumpft, dass man da irgendwie so eine physische Konstitution auch mitbringt, das alles durchhalten zu können und vor allen Dingen das Privatleben. Also Frauen, also Familie, deine Kinder, deine Frau oder umgedreht der Mann, die Mütter hier im Bundestag werden als Rabenmütter betitelt, weil wie können sie nur, was ist mit den Kindern, die sollen sie lieber, das sind die klassischen Rollenbilder, da können sie doch mal, sollen mal lieber erziehen gehen. Die Männer, die kommen auch nicht nach Hause und können ihre Vaterrolle wahrscheinlich richtig ausleben. Also ich stelle, sind so viele Faktoren, also ich finde es schwierig. Ja. Vor allem prägt dich das wahrscheinlich auch, also du hast Herrn Schäuble zum Beispiel erwähnt, das prägt dich ja auch für dein ganzes Leben lang dann auch ein Stück weit. Und da, du kommst dann möglicherweise auch gar nicht mehr aus so einer Rolle irgendwie raus. Ne? Ist nur ein kleines Beispiel aus meinem privaten Kreis. Da kenne ich jemanden, der keiner Partei angehört, der aber trotzdem in der Politik tätig ist, ne? In einem Amt ist. Und wir probieren seit 3 Monaten gefühlt einen Termin irgendwie zu haben. Ne? Und ich spreche schon bewusst von Termin, weil es tatsächlich eine Terminverortung ist und nicht irgendwie wir Kumpels treffen uns mal auf was essen und was trinken. Ne? Also das heißt, das wird geprägt. Du bist letztendlich ein Stück weit der Job. Und ich glaube, wenn du der Job bist und wie du sagst, dieses Privatleben vielleicht auch nicht zur Regeneration hast oder nicht deine Auszeiten hast, regiert dich vielleicht doch irgendwann der Job selbst. Ne? Und das ist natürlich auch, ich finde immer wieder krass, diese Außendarstellung, die funktionieren muss oder sollte, oder auch die Verfassung. Ne? Also, dass man die eigene Verfassung dann noch hat, was ja letztendlich keinem anderen Menschen oder überhaupt einem Menschen überhaupt nicht zu 100% der Anspruch eigentlich ist. Ne? Also, dass das ein Mensch, jeder hat ja seine Phasen. Und wir sprechen ja auch immer wieder von unserem Leben, auch in der psychischen Gesundheit, sprechen wir von einem Auf und Ab, von guten Zeiten und schlechten Zeiten. Und es ist schon straff, was dort, wie du sagst, an Bewertungsprozessen stattfindet. Du hast das Thema Frauen angesprochen. Ich habe mich da auch mal informiert, weil das, finde ich, auch nochmal ein wichtiges Thema ist, vielleicht da nochmal hinzuschauen. Also frauen-macht-politik.de, da habe ich mal geguckt. Das ist eine eigene Adresse, die sich dem Thema Frauen in der Politik so ein Stück weit das fokussiert, ne, und diesem widmet. Und da habe ich mal mir das ein bisschen durchgelesen. Also da ist so der Tenor, dass es einfach von einer Parität zum Beispiel nicht zu sprechen ist, weil 35,1%, das ist der Anteil von Frauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell ist, ganz genau. Doch, passt. Das passt, okay. Ja. Ja, und da ist noch mit dazu, in den Landtagen zum Beispiel liegt der Frauenanteil ein bisschen drunter, 33,9. Kommunale Vertretungen sind 31% und über 90% der Rathäuser und Landkreise werden von Männern geführt. So, was sagst du dazu? Ja, also wenn man mal bedenkt, dass Frauen fast die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und ja ihre eigenen Erfahrungen oder auch Sichtweisen oder sagen wir mal Kompetenzen ja mit in Parteien und Parlament bringen könnten, aber dementsprechend unterrepräsentiert sind, finde ich es eigentlich sehr schade. Und ich finde, Frauen müssen auch in ihrer Vielfalt eben angemessen bei politischen Entscheidungsprozessen auch beteiligt werden können. Und da gibt es aber leider viele, wie ich finde, noch strukturelle und aber auch institutionelle Hürden für Frauen in der Politik. Also zum Beispiel noch dieses klassische, diese Unvereinbarkeit von dem Amt mit Familie und Beruf, weil die Frauen immer noch die Sorgearbeit überwiegend vollziehen, dann sagt man so, aber auch irgendwie die politische Kultur. Ja, man kennt ja den Ausspruch hier, also gerade bei der CDU heißt es ja auch immer, das ist ein Club voller alter weißer Säcke.
Kann ich nicht, also da, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht widersprechen kann. Es sind auch viele junge, engagierte Frauen da, aber irgendwie kommt das Bild immer so rüber und ich glaube, da kann noch sehr viel getan werden. Aber auch die Nominierungs- und Auswahlprozesse in den Parteien, weil wenn man jetzt zum Beispiel Landeslisten erstellt, geht man dann auch so, ne, wie sieht's aus? Gibt's da überhaupt jemand, den man aufstellen könnte? Und ja, und natürlich auch so politische Strukturen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel kommunal erstmal engagieren würde, wie sind so die Sitzungszeiten, die Besprechungszeiten, wenn die natürlich abends sind und ich dann aber die Kinder ins Bett bringen muss oder mich ums Essen kochen noch kümmern muss, dann ist das natürlich schwierig. Da habe ich noch drüber nachgedacht, aber auch so die Umgangssprache könnte, glaube ich, auch noch ein Problem sein, dass es in diesen Männerclubs, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ganz anders gesprochen wird, dass Frauen sich einfach viel stärker behaupten müssen. Also sie müssen sich durchsetzen, damit sie ernst genommen werden. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem noch. Man muss sich immer ständig neu beweisen. Und da hat vielleicht auch die eine oder andere nicht die nötige Ausdauer, sich dann durchzusetzen, weil man im Alltag genug Probleme hat. Wieso sollte man sich dann noch für eine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, fremde Sache einsetzen? Ich meine, Politiker, die werden immer schlecht gemacht. Wieso sollte ich mich dann dafür engagieren und in Familienkompetenzen ein Stück abknapsen? Dann erziehe ich oder bin lieber zu Hause, anstatt dass ich für irgendwas, wo ich dann eh nur Ärger kriege, mich engagiere. Ne? Das ist, könnte auch ein Thema sein. Ja, und ich vielleicht auch in Dorfgemeinschaften, also so würde ich das vielleicht von zu Hause auch sagen, wenn man sich dann für das ein oder andere Thema ansetzt, dann weiß natürlich auch jeder Bescheid. Und das kann dann vielleicht auch zu Belastungen im Zusammenleben irgendwie führen, was viele Frauen dann auch nicht eingehen wollen. Das könnte ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen. Ja. Also ich denke vor allem auch das Thema Rollenbild, was du ausgeführt hast, ist auch so eine Frage, ne? Also wo man dort auch ansetzt. Und das Thema Sexismus, das ist ja letztendlich auch ein Thema, was sicherlich dort an bestimmten Stellen auch mit aufkommt. Und die Frage ist ja auch, wenn sich jetzt jemand auch engagieren möchte, ne? Also wenn ich mir das vorstelle, dass man sich engagieren will. Ich hatte jetzt von, ich glaube, einer sächsischen Politikerin, die noch dazu sehr jung gewesen ist, die hat ihren Rückzug aus dem Landtag, glaube ich, bekannt gegeben und hat eben auch so Beispiele angebracht, dass sie sich nie so richtig, also mit meinen Worten, nie so richtig aufgehoben gefühlt hat und nicht so richtig anerkannt gefühlt hat. Und da kommt jetzt sicherlich noch das Thema der Generation noch mit dazu, aber letztendlich ist es ja auch die Frage, du hast es so wunderbar ganz am Anfang formuliert, ich habe mir das aufgeschrieben, nämlich die Partizipation ist ja eigentlich das übergeordnete Ziel von Politik bezogen auf die Bevölkerung. Und Partizipation sollte ich dann ja auch, so wäre die Idee in der Einrichtung Politik, in Anführungsstrichen, in dem Unternehmen, natürlich auch selbst gewährleisten. Und wenn ich da an meine Grenzen komme und selbstbestimmte Menschen oder wenn es nach dem Geschlecht geht, die dann nicht beteiligen kann oder nicht beteiligt werden, also wo könnte man da ansetzen, dass man eben die, ich bleibe jetzt mal, ne, ist jetzt nicht irgendwie eine Schublade, aber bei den jungen Frauen, die sich dafür engagieren wollen würden, wie kriegen wir die dann das System stärker rein? Was braucht es vielleicht von Systemseite auch her? Was meinst du? Ist eine schwierige Frage. Ja, ist schwierig. Also vielleicht einmal Familien, also wenn sie jetzt wirklich schon in der Familienplanung wären, die jungen Frauen, dann würde ich sagen, familienfreundlichere Sitzungszeiten. Bundestag hier sind zum Beispiel aber auch, weil da kann man das nicht anders regeln, ist anders wie auf kommunaler Ebene, es sind ja hier viel mehr Themen, die zu beackern sind, auch bringen ihre Kinder mit. Da habe ich, muss ich ehrlicherweise auch zugeben, weil ich das einfach noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das war letzte Wahlperiode so, zum ersten Mal Kind mit in eine Ausschusssitzung gebracht und das hat sie dann auf ihrem Platz immer vor sich dann so hin und her geschunkelt. Das hat natürlich auch geweint, was es dann auch schwer gemacht hat, die Sitzung dann in dem Moment auch konzentriert zu verfolgen. Und ich weiß noch, ich habe mich ertappt,
und habe dann gesagt, boah, kann sie mit dem Kind nicht irgendwie mal rausgehen, ne? Und das ist doch schon das Denken. Also weil wir das gar nicht gewohnt sind, solche Bilder auch zu sehen. Wenn man sich dann daran gewöhnt, hört man das Kind auch gar nicht mehr irgendwie schreien. Und das haben jetzt viele junge Abgeordneten hier im Bundestag, die bringen ihr Kind mit, die rollen auch hier durch die heilige Hallen mit ihrem Kinderwagen. Und das finde ich gut. Und da habe ich auch gedacht, boah, krass, da wurde ich selber auch nochmal überzeugt, es geht, es geht, wenn man irgendwie mutig ist und wenn man sich nicht unterkriegen lässt, lässt sich dafür auch irgendwie eine Lösung finden. Dann finde ich, könnte man auch über Umgangsregeln in Sitzungen halt sprechen, dass man halt dann festlegt, pass auf, das und das Verhalten oder ist mir zu sexistisch oder das und das, die Sprache oder die Begriffe, die kommen hier immer wieder, tauchen immer wieder auf, das mag ich einfach nicht, das möchte ich nicht, seine Grenzen dann zeigen und auch ziehen. Das könnte auch sein, auf politischer Ebene vielleicht auch gezielt Frauen zu fördern in den Parteien, dass man auch Frauen aufbaut, dass man halt auch sagt, Mensch, hier finde ich gut, du engagierst dich, ne, die Sinnhaftigkeit, wie sieht's denn aus? Möchtest du mit auf die Landesliste eine Kandidatin sein? Könnte man auch mal drüber nachdenken. Aber auch wir als Bevölkerung sind aufgerufen, das zu unterstützen, indem wir unser Kreuzchen vielleicht auch einfach mal bei einer Frau setzen und nicht bei einem Mann oder uns da informieren, wer ist sie denn, woher kommt sie, was macht sie denn so? Und daher vielleicht auch wir selber unterstützen können, wen wählen wir da eigentlich? Also zumindest als Direktkandidat ist das ja möglich. Also als Kandidatin könnte man ja vielleicht auch drüber nachdenken, das zu machen. Ja, also da auch nochmal ein Querverweis, finde ich gut, ne? Wenn wir an Unternehmen denken oder an Einrichtungen, wo, also ich denke jetzt so an Krankenhäuser zum Beispiel, da gibt es ja das betriebliche Gesundheitsmanagement, wo die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beispielsweise ja auch ein eigenes Thema ist. Das heißt, wenn man den Bundestag als eigenes Unternehmen oder als Einrichtung ansehen würde, dann wäre das eben ja auch so ein gewisser Wert, der auch betrachtet werden kann. Also was du sagst, ne? Also so einen Wert, dass Familienfreundlichkeit, vielleicht eher so formuliert, dass das von Relevanz ist, die Förderung und vor allem auch Kommunikationsverhalten. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema, wie ich kommuniziere. Und BGM hat ja die Gesundheitsförderung von Einrichtungen, die sollen ja auch resilient bleiben. Finde ich, ist auch eigentlich eine gute Analogie vielleicht an der Stelle, dass man sagt, die bräuchten manchmal auch so parteiübergreifend einfach so gewisse, ja, Botschaften, die da auch nach außen vermittelt werden oder auch innen drin. Vielleicht gibt es da auch nicht immer die Zeit dafür, das auch sich herzunehmen und dann noch zu sagen, okay, wollen wir das so oder wollen wir nach außen auch andere Werte vielleicht vermitteln? Das so als. Ja, finde ich gut. Ja. Okay, spannend. Ja. Die Stunde ist schon fast rum. So lange haben wir jetzt schon geredet. Ja, wir sind noch bei einer Stunde dran, genau. Wir sollen ja, wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr das machen, aber ich glaube, das war ein wunderbarer Einblick. Ich habe mir mal noch ein paar Sachen wieder zur Zusammenfassung mit geschrieben. Vielleicht hast du noch mal andere Gedanken oder vielleicht sagst du, ja, das trifft's. Du, Freddy, darf ich dich kurz vorher noch mal was fragen? Ich würde gern dir vielleicht auch mal eine Frage stellen. Gerne. Und zwar, wir hatten ja am Anfang, das interessiert mich wirklich persönlich auch mal, weil ich eine Freundin habe, die das auch betrifft, zu dieser, wenn man immer einen ganzen Tag mit negativen Nachrichten zu tun hat, siehe jetzt den Nahostkonflikt, habe ich eine Freundin, die in Jerusalem auch schon war, die das Land sehr spannend findet, also die Stadt sehr spannend gefunden hat und auch Israel sehr spannend gefunden hat. Und die hat sich jetzt so viele Nachrichten da reingezogen, dass sie frustriert ihr Handy ausgeschalten hat, sich aus allen sozialen Medienkanälen abgemeldet hat, weil sie das nicht mehr verkraftet. Und ich wollte von einem Fachmann gern mal fragen, ob du vielleicht eine Strategie oder einen Tipp hast, wie man sich von solchen negativen Nachrichten, wie man das schafft, eine Balance zu finden, vielleicht einen Tipp an sie, dass sie trotzdem noch am Tag vielleicht die ein oder andere Nachricht lesen kann und nicht mehr so konsequent sagen muss, ich verzichte jetzt komplett drauf. Ja. Das ist eine gute Frage und ich glaube, das trifft auch viele, die sich sehr schnell auch von solchen Gedanken hochleiten lassen, von anderen Gedanken, die auch negativ behaftet sind. Du hast einen wichtigen Punkt jetzt angesprochen. Es geht um die Bewertung und die Bewertung ist ja quasi etwas, was dann die Freundin von dir zum Beispiel dann auch dazu führt, dass sie ihren Alltag nicht so bewältigen kann. Und ich glaube, die Auseinandersetzung, das ist eine mögliche Strategie, dass ich sage, ich konfrontiere mich damit ein Stück weit, aber nur so, wie
ich das auch akzeptabel finde. Und ansonsten geht es vor allem darum, sich die Positivität eigentlich des Alltags zu erhalten. Also indem ich mir ganz bewusst auch sage, dass der Alltag nicht davon geprägt sein sollte, beziehungsweise geprägt ist, was woanders passiert. Natürlich hat sie aber eine sehr starke Wertüberzeugung, weil sie ja dieses Land auch schätzt, nehme ich mal an, und weil sie damit Positives verbindet und sie das im Grunde genommen traurig macht. Und aus psychologischer Sicht ist jede Trauerreaktion, also wenn sie traurig ist, geht irgendwann von selbst ein Stück zurück. Und es ist immer so eine Abwägung, ob ich mich, also ob ich gucke, indem ich mich konfrontiere, weil durch Konfrontation haben wir auch eine sogenannte Gewöhnung im Grunde genommen. Das heißt, es nimmt irgendwann ein Stück weit ab und dann komme ich bei aller emotionalen Intensität wieder auf den Kern irgendwie raus. Oder ob ich dann sage, für eine gewisse Zeit, damit ich mich wieder selber spüre mit all dem Positiven, was ich drumherum habe, lasse ich das wirklich mal auch ein Stück weit weg. Und ich sehe das auch nicht als Vermeidung, sondern eher als eine Form der Ablenkung, indem ich meine Aufmerksamkeit auch, also ein Stück weit unabhängig von den Geschichten, zum Beispiel in Jerusalem oder in Israel, mache. Das heißt, mir bewusst auch sage, ich kann es letztendlich, das ist ja das Problem der Bewertung häufig, ich kann es mit meinen Gedanken oder mit dem, was ich mache, jetzt auch nicht ändern. Und da komme ich manchmal in dieses Hamsterrad rein, weil ich das Gefühl habe, und das kommt von mir selbst vielleicht auch, eigentlich muss ich doch da was ändern. Eigentlich kann das doch nicht sein, dass das so passiert. Und da habe ich verloren, wenn ich in diesen Sorgen, also verloren im Sinne von, da komme ich nicht mehr raus, in diesen Emotionen einfach aufgehe. Ich würde ihr empfehlen, das auszugleichen. Also wenn sie einen schlechten Moment hat, das nennt sich Glücksquotient. Wir sollten im Grunde genommen am Tag mindestens genauso viel Glück empfinden, wie wir Unglück empfinden. Das heißt, wenn ich 10-mal Unglück empfinde, weil ich das gelesen habe, sollte ich eigentlich mindestens 11-mal auch dieses Glück empfinden. Das bedeutet nicht, dass ich die Bedeutsamkeit plötzlich minimiere und sage, mich interessiert das nicht. Mir geht's gut und das ist egal, was auf der anderen Seite da irgendwo passiert. Aber ich glaube, wir neigen dann dazu, dass wir in dieser negativen Emotion, die wir durch eigene Kontrolle ja gar nicht ändern können, weil das etwas Systemisches ist, ne, oder weil das bestimmte Prozesse sind, die ja außerhalb unserer Reichweite liegen, haben wir keine Sinnhaftigkeit mehr, weil wir es nicht ändern können. Und dann gehen wir in diesen Emotionen auf und dann wird diese negative Emotion wird dann zu meiner Persönlichkeit. Und da sind wir wieder beim Bereich Achtsamkeit, weil die Achtsamkeit uns auch sagt, wir sollten die Emotion so akzeptieren, wie sie ist. Wir sollten sie aber nicht bewerten. Wir sollen sie nicht zu unserer eigenen Person machen. Das heißt, wenn ich eine Emotion Trauer habe oder Frustration und Ärger, ist es in Ordnung. Und dann, wenn ich aber sage, das bin ich, also ich gehe in meiner Emotionalität, in meiner Trauer absolut auf und ich habe eine zu hohe Identifizierung, dann kriege ich meinen Alltag nicht mehr hin. Und dann habe ich jeden Tag einfach dieses Bauchgefühl, was negativ ist. Und das ist manchmal auch etwas, das ist das Schwierigste eigentlich an der Psychologie. Ich muss meine Gedanken hinterfragen, diese Bewertungsprozesse. Und das ist echt das Schwierigste. Deswegen Ausgleich. Ich würde trotzdem probieren, ganz, ganz viel positive Sachen zu sammeln und den Blick nicht zu verlieren. Ich danke dir vielmals. Jetzt macht Kopfvitamin doch Sinn. Ne? Ja, aber ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell und zu komplex. Nee, das war gut. Ja? Ich konnte gut nachvollziehen. Und wenn sie den Podcast dann auch hört, ich glaube, da hast du ihr auch einen guten Ansatzpunkt gegeben, zu helfen. Und vielleicht kann ja der ein oder die andere sich dann auch noch wiederfinden. Ist immer schön, von einem Experten hier Ratschläge zu bekommen. Janine, ich danke dir. Ja. Also ich nehme mir mit, Teilhabe ist so ein ganz wichtiger Punkt, den die Zuhörerinnen und Zuhörer auch bei einer Politik Verdrossenheit zum Beispiel sich trotzdem so als Idee mitnehmen können. Die Selbstbestimmung hattest du erwähnt, finde ich auch nochmal gut. Die Sinnhaftigkeit steckt damit drin. Das heißt, ich kann mein Wohlbefinden vielleicht auch durch eine politische Bildung, durch Informationen, die ich habe, vielleicht letztendlich auch spürbar machen und dann für meine Gesundheit eintreten. Diskurs war ein Thema, um Ängste so ein Stück weit zu verringern. Und ich finde auch nochmal wichtig zu gucken, die Belastungsfaktoren stecken natürlich auch bei den Abgeordneten mit drin. Die haben nicht bloß wir, sondern die haben natürlich auch die in der Politik Tätigen. Ja, und dann haben wir, finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, die Werte. Also, dass wir auch Werte leben sollten, auch im Bereich der Politik, genauso wie es wir das letztendlich auch in unserem Alltag leben sollten, egal ob es um die goldene Regel geht oder ob es um Familienfreundlichkeit geht. Also alles, was wir auch strukturell einfach setzen können, damit es insgesamt einfach eine Balance gibt. Punkt. Und das hast du sehr gut zusammengefasst und ich ergänze noch mit politischer Bildung als Gebot der Stunde.
Super, als Gebot der Stunde. Das, genau, das ist, glaube ich, nochmal das, was wir in die Welt hinaustragen können. Gebot Ja, der bitte. Ja, weil wir eben immer mal wieder diese Themen auch haben. Also ist das ein Auftrag. Cool. Janine, ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung auch und es hat mega viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant und aufschlussreich. Ich finde dieses PP, Politik und Psyche, finde ich irgendwie hat total was, spannend. Ja, wir werden uns wiedersehen bestimmt. Und ja, vielen, vielen Dank. Und sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute und ja, wir sehen uns, ne? Das machen wir und dir viel Erfolg mit eurem Format. Ja, gleichfalls. Bis dahin. Danke, tschüss. Ciao. Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.